Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Dschungels und zwar verrate ich euch, wie wir basierend auf dem Werk eines Künstlers, der für seine Dschungelbilder bekannt geworden ist, eine eigene Dschungelcollage erstellen, wie diese hier. Schritt 1, untersuche das Bild von Henri Rousseau. Einen Link zu dem Originalgemälde findest du in der Beschreibungsbox unten. Achte hierbei auf Linien, auf Streifen, auf Muster, die du im Bild entdecken kannst, aber auch auf die verschiedenen Grüntöne, die der Künstler verwendet hat, um dich später ein bisschen bei deiner Sammlung für die Collage inspirieren zu lassen. Schritt Nummer 2, sammle und erstelle Material für deine Collage. Hierzu suchst du in alten Zeitschriften und Zeitungen. Ein Blick in die Papiertonne kann nicht schaden. Zusätzlich zu den gesammelten Papierteilen stellen wir aber noch unsere eigenen Papierteile her, indem wir einfach auf kleine weiße Papiere eigene Muster erfinden. Dafür brauchst du Buntstifte, Wachsmalstifte oder Filzstifte und ein bisschen Inspiration aus dem Werk von Henri Rousseau oder von Zimmerpflanzen zu Hause oder von Bilderbüchern. Schau dich einfach um, was für verschiedene Pflanzenformen und Muster du so entdeckst und versuche die selbst auf diesen kleinen Papierteilen zu malen. Hier gibt es kein richtig oder falsch, jeder entdeckt etwas anderes in seiner Umwelt und jeder hat andere Ideen für Muster. Probier dich einfach ein bisschen aus, teste auch, wie unterschiedlich die verschiedenen Stifte malen. Ein Filzstift, der malt nun mal anders als ein Wachsmalstift. Versuche auch mit der Linienstärke ein bisschen zu variieren. Hier gilt die Devise, einfach probieren. Wir verwenden dann einfach nur das, was uns am allerbesten gefällt. So, jetzt da wir unsere ganzen Papierteile ausgesucht haben und erstellt haben, sind wir bereit für Schritt 3 und da wird's richtig wild. Weil jetzt darfst du die verschiedenen Papierteile in die Hand nehmen und in verschieden große Stücke reißen. Ja, du hast mich richtig verstanden, reißen. Weil das erzeugt erst so diesen richtigen Collage-Effekt, dieser kleine zerrissene weiße Rand. Du schaust dir an, was für Papierteile du hast und fängst an, die so hin und her zu legen und ein bisschen damit zu experimentieren und die auf verschiedene Art und Weise zu arrangieren. Und vielleicht kommen dir jetzt schon erste Ideen, was du in deiner Dschungelwelt so ein bisschen aufbauen möchtest. Zum Beispiel, wie ist das Wetter gerade? Hast du eher dunkle Stücke oder eher helle Stücke? Wie sieht es in deiner Dschungelwelt aus? Vielleicht entscheidest du dich auch wie ich, dass du einen Fluss zum Beispiel einbaust, weil dir gerade einfällt, dass du diese passenden Papierstücke dafür hast. Ja, und so passiert es, dass du anhand der verschiedenen Teile nach und nach eine Idee davon bekommst, wie deine Dschungelwelt aufgebaut werden könnte und dann kannst du auch schon anfangen zu kleben. Achte aber hierbei darauf, dass du wirklich erstmal ein bisschen hin und her legst, damit du siehst, was sich überschneidet und welches Papierteil tatsächlich als erstes geklebt werden muss und was oben drüber kommt. Klebe nicht einfach irgendwie, sondern lass dich ein bisschen inspirieren von den Linien und Formen, die du auf deinen Papierteilen entdeckst. Vielleicht gibt es etwas, das aussieht wie Regen. Dann solltest du vielleicht entscheiden, in welche Richtung wird geregnet. Oder vielleicht ist etwas ein Wasserfall oder etwas ist ein Baumstamm. Dann achtest du natürlich auch darauf, dass die Linien auch diese Idee von dir unterstützen und klebst nicht einfach irgendwie nur wild drauf los. Mit bewussten Entscheidungen kannst du interessante Bewegung in deine Dschungelwelt hineinbringen. Lass langsam Stück für Stück eine Dschungelwelt entstehen. Hab immer ein wachsames Auge und beobachte, wie die Farben in deinem Bild wirken. Hast du vielleicht noch große, helle Stellen, die ein bisschen Farbe vertragen könnten? Oder ist dein Bild vielleicht ein bisschen zu dunkel und du könntest ein paar hellere Papierstücke mit draufkleben? Oder wie ich hast du vielleicht festgestellt, dass dir das alles viel zu grün und zu blau ist und du möchtest einfach mal eine andere Farbe reinbringen. Schritt Nummer 4. Stelle die Pflanzenteile her. Nimm einfach ein Blatt und falte es in der Mitte, sodass du zwei Hälften bekommst, die aufeinander liegen. Und dann schneidest du entlang der Falzlinie eine Pflanzenform. Dabei stellst du dir am besten die Hälfte einer Pflanze vor, zum Beispiel ein halbes Blatt. Wenn du das Ganze dann nämlich aufklappst, dann hast du eine total schöne symmetrische Form. Kleiner Tipp dabei, bewege nicht die Schere für die schwierigen Kurven, sondern das Papierstück selber. Das hilft dir ein bisschen geschmeidiger zu schneiden und auch schwierige Kurven zu meistern. So, und wenn du das Ganze dann aufklappst, hast du ein interessantes Pflanzenstück. So, noch ein Tipp. Das hier, diesen Rand, den behaltet ihr am besten, weil da könnt ihr noch was Cooles draus machen. Probiere ruhig andere Formen aus. Schau dir nochmal ein paar Zimmerpflanzen ein, wenn dir nichts mehr anderes einfällt. Ich würde hier auch verschiedene Farben verwenden und tatsächlich nicht so stark gemustertes, weil wenn du das dann später auf deine Collage legst, dann wirst du feststellen, das sind einfach nochmal so ganz schöne Elemente auf deiner Collage, wo das Auge auch ein bisschen zur Ruhe kommt. So, jetzt, da du das Ganze geklebt hast, ist deine Dschungelcollage schon richtig, richtig toll. Und jetzt kannst du, wie bei Henri Rousseau, irgendwo noch ein Tier platzieren. Du kannst da aber selbst kreativ sein und schauen, was du so entdeckst. Vielleicht willst du auch selber ein Tier malen und in deinem Dschungel verstecken. Das ist deine Entscheidung. Das ist das Tolle an einer Collage. Wir können machen, was wir wollen und am Ende sieht das Ergebnis von allen ganz anders aus. Und jetzt haben wir unsere eigene Dschungelcollage basierend auf Henri Rousseaus Bild erstellt
und können die jetzt zu Hause bei uns aufhängen. Also viel Spaß beim Nachmachen. Wenn dir dieses Bild gefallen hat und du gerne wissen möchtest, wie ich das hinbekommen habe, dann darfst du dir gerne auch die längere Version dieser Dschungelcollage anschauen. Und zwar, wenn du einfach auf diesen Link hier klickst.